Hallo! Hallo. Hallo! Hi. Ich freue mich super duper, dass wir jetzt den Seo und die Annika haben. Und wir haben gedacht, wir reden ein paar schöne Dinge und hören dann auch noch schöne Musik zum Thema Glaub an dich, also glaub an das, was du in dir hast und bring das raus. Und da habe ich einfach gefunden, da passt Seum so gut und Annika auch, weil die einfach auch das machen, was sie fühlen. Also ich merke das vor allem in deinen Liedern, spricht das so klar, dass du halt wirklich deins machst. Du machst nicht irgendwie was im Außen, weißt du, was andere auch so machen, sondern du hörst richtig von dir hinein und bringst das raus. Auch bei dir, Annika, und das ist ja auch so, was mir in meiner Arbeit so wichtig ist, dass ich wirklich das, was mir Freude macht, rausbringe und so, was auch der Uwe so ist. Genau, ja. Also ich bin Lena, ich bin ein Kristallkind, ich bin Autorin und Mama und ja, lebe einfach aus meinem Herzen und mache das, was mir Freude bringt und was ich das Gefühl habe, die Menschen dient den Menschen. Ja, wollte auch euch auch noch vorstellen. Ja, Ja. sehr gerne. Ja, mein Name ist Seom. Ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Songwriter, Musiker, ich bin auch Autor, habe zwei Bücher geschrieben und aber vor allem meine große Passion liegt in der Musik und was ich so liebe, ist, altes Wissen in moderner Musik verpackt zu vermitteln und die Menschen zu erinnern. Also wir legen wenig Wert darauf, dass wir sagen, wir müssen was beibringen, was der Mensch noch nicht wüsste oder irgendwie was er neu erfahren muss, sondern eigentlich nur wachküssen, was er eh schon wusste und was vielleicht in einem Dämmerschlaf in Vergessenheit gerät. Und das tun wir durch Musik und die Annika begleitet mich ganz zauberhaft dabei, auch in ihrem eigenen Weg und zusammen, aber auch gemeinsam als Duo auf der Bühne, wenn wir auf Tour sind. Und so berühren wir Herzen, öffnen Räume und lieben das ohne Ende. Ja, Ja. schön. Genau. Ja, ich mache auch schon seit sehr vielen Jahren Musik, bin auch Songwriterin und mache aber auch ganz viel mit Kunst. Also ich male auch sehr viel und ja, ich kann sagen, ich schreibe auch vorwiegend deutsche Texte, wo es eben auch sehr viel um Gefühl geht, um ähnliche Themen wie beim Seum auch. Und ja, und darf jetzt eben mit auf Tour und wir wirken zusammen und ja, das ist sehr, sehr schön. Ja. Ja, und ich bin noch der Uwe. Ich bin jemand, der so die Dimension gezeigt bekommen hat. Jedenfalls wird mir das immer so von der geistigen Welt beschrieben und dann darf ich da reinschauen und bekomme dann auch so gewisse Sachen durchgegeben, was hier auf der Erde so läuft, aber auch wie man sich auf die geistige Welt selber einstellen kann. Das ist noch interessant, dass man selber wahrnehmen lernt. Das finde ich das Wichtigste, dass wir keine Gurus brauchen oder jemand anders, der uns etwas sagt oder ja, uns den Weg vorgibt oder so. Dass wir auf unser Herz hören, so wie Lena immer sagt. Genau, weil du weißt es ja schon in dir drin, oder? Und gerade jetzt in dieser aktuellen Situation, wo dir von überall gesagt wird, was läuft, und die einen sagen, nee, es ist so, nee, es ist so, nee, es ist so, aber wenn du so in dich hörst, weißt du ja genau, okay, da ist mein Weg. Das passt mir, das nicht, aber hier geht es für mich lang. Egal, ob jetzt das stimmt oder nicht, egal, was halt so um einen rum ist, oder? Und wie war das für euch jetzt so, weißt du, wo du angefangen hast, dem wirklich zu trauen und dem zu folgen und so war das, also magst du das vielleicht beschreiben, war das schwierig und einfach oder? Ja, also der Stimme an sich zu folgen, war an sich nie schwer, nur das Ganze dann vor der Außenwelt zu vertreten. Das ist oft so das Schwierige. Also für mich persönlich war das nie ein großer Akt oder eine große Frage. Ich bin immer dieser Stimme gefolgt, habe immer meine Musik gemacht. Nur dann kam ich dann irgendwann schon mit Anfang, Mitte 20, Annika kann auch ein Liedchen von singen, an den Punkt, wo die Gesellschaft sagt, du musst jetzt dann aber schon was Vernünftiges machen. Im Gegensatz zu Annika war ich halt mit Anfang 20 an dem Punkt, ich habe gar kein Geld mit Musik verdient. Und ich hatte nur diesen Traum, dieses Herz hat so laut gerufen, geh diesen Weg. Und die Gesellschaft hat dann halt schon, also Bezugspersonen und so immer wieder so den Zeigefinger erhoben, ja, aber denk an deine Zukunft und wie viele Künstler leben auf der Straße und brotlose Kunst und pipapo.
Und so hat mich das Universum immer wieder an so Gabelungen gestellt. Also einmal war ich als Einzelhandelskaufmann tätig und dann hat man mir einen eigenen Laden angeboten und dann habe ich das gemacht, weil alle gesagt haben, mach das, das ist solide. Und das war, ich war todunglücklich. Das war die traurigste Zeit meines Lebens, weil ich mich so deplatziert gefühlt habe, weil ich einfach gespürt habe, mein Herz hat den Plan nicht gehabt, hier zu stehen. Ja. Und dann später bin ich Logopäde geworden. Ich habe dann alles wieder hingeworfen, habe versucht, Musik zu machen, bin Logopäde geworden, um ein bisschen Geld zu verdienen als Plan B, der sich besser anfühlt, als in einem Laden zu stehen. Und das ist ja auch viel mit Sprache und Stimme. Und dann hatte ich einen Patienten, der super reich war und der mir angeboten hat, dass ich eine eigene Praxis bekommen könnte. Er hätte mir die finanziert, weil er an mich geglaubt hat und so viel Geld eben hatte. Und das war so, als ob das Universum mich an die gleiche Gabelung stellt. Nur was vorher der Schuhladen war, ist jetzt die logopädische Praxis. Und wieder die Frage, Kopf oder Herz? So. Und dann war ich schon um einiges schlauer und wusste, diesmal folge ich nicht der Stimme im Außen, diesmal nur noch meinem Herzen und habe das abgesagt. Und das war eben für mich so spannend, weil die Entscheidung, dem Herz zu folgen, klingt erstmal so leicht, aber das dann vor allem so durchzuhalten, also dazu zu stehen, das ist gar nicht immer so einfach, weil du halt alleine bist. Also ich habe dieses Flüstern des Herzens schon gehört, aber habe später erst verstanden, die Außenwelt konnte das nicht hören, weil es ja mein Herz ist. So. Und deshalb manchmal doch recht schwierig zu sagen, ich glaube fest daran. Und das Spannende war, ich habe das Angebot abgelehnt und wenige Wochen später hat mich eine Plattenfirma entdeckt und ich habe meinen ersten Plattenvertrag bekommen. Und der Song, mit dem die mich entdeckt haben, hieß Gib nicht auf, den hatte ich selber auf YouTube gestellt. Also auch das Zeichen schlechthin von der geistigen Welt. Ja, und ich glaube, bei dir, Annika, ist ja ähnlich, dass man sich immer wieder dafür entscheiden darf, was man selbst eben hört. Genau, also bei mir war es auch so, dass der Herzensweg schon immer sehr klar war, also das Gefühl auch, dass wirklich die Musik das ist, was ich machen will und auch, ja, also das war schon immer sehr, sehr klar, aber wie Patrick auch sagt, es geht immer auch ein bisschen um das Umfeld, also ich bin auch sehr viele Umwege gelaufen oder habe in Sachen reingeschnuppert, wo ich immer wieder festgestellt habe, nee, das ist es nicht, was mein Herz mir sagt und da geht es mir auch nicht gut damit, also es war immer wieder diese Challenge, zurück zu mir zu finden, auf meinen Weg. Und was bei mir eben sehr wertvoll war, ich hatte immer Eltern, die mich da sehr unterstützt haben, wo ich sehr dankbar dafür bin und ich dann auch, also jetzt gerade mit dem Seon zusammen, solche Menschen kennenlernen durfte. Also das ist halt auch das, wo einem ganz, ganz viel Kraft gibt. Also es war wirklich gefühlt so, gerade in der Schule, ein jahrelanges Durchkämpfen, wo so innerlich auch stattgefunden hat und jetzt eben auch diese Menschen in mein Leben kommen, ja, wo es einfach auch in Leichtigkeit gehen darf. Und ich merke, wow, da gibt es andere Menschen, die so fühlen. Und das ist sehr wertvoll, ja. Ging euch das auch so, dass ihr den Herzensweg am Anfang ganz deutlich schön gesehen habt? Oder war es auch so, dass ihr euch ein bisschen alleine gefühlt habt, als ihr den Weg eingeschlagen habt? Ja, also ich war komplett alleine. Also ich wusste einfach, ich habe ja Abi gemacht. Und es ist ja so, boah, Abi, weißt du, alle waren so super stolz und ich habe Geschenke gekriegt. Und also jetzt hast du das größte Ziel erreicht, das du mit 19 erreichen kannst. Und ich war todunglücklich, oder? Ich war noch nie in meinem Leben so unglücklich, weil ich hatte keine Zeit zum Klavierspielen, zum Malen, zum Schreiben und so. Und habe dann einfach gewusst, ich brauche jetzt mal Auszeit. Und ich wusste einfach, ich muss weg von meinen Eltern, weg von meinen Freunden. Ich musste einfach ganz für mich alleine sein. Bin dann zu meinem damaligen Partner gegangen. Und musste viel schlafen, um mich zu erholen von diesem ganzen Stress. Und habe dann ganz genau gespürt, ich will glücklich sein. Und ich bin nur glücklich, wenn ich was mache, was mich wirklich erfüllt. Also wo mir Freude macht. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich einfach... Also ich habe dann auch probiert zu arbeiten, weißt du, so gekellnert. Und dann habe ich mal im Callcenter gearbeitet. Und die haben mich immer rausgeschmissen. Ich war denen einfach zu ehrlich und so... Einfach so direkt. Ja, und dann wusste ich einfach, ich kann nur das machen, was in mir drin ist. Und dann war die ganze Familie gegen mich, die ganze Verwandtschaft, alle Freunde haben gesagt, du hast einen Knall, oder? Du musst jetzt, studier doch jetzt, wenn du schon so ein Privileg hast, oder? Und ich so, nein, das geht einfach nicht. Oder ich wusste, wenn ich es mache, werde ich unglücklich und ich kann nicht schlafen. Und dann wusste ich, ich muss das so machen, habe es dann gemacht. Und wo dann mein erstes Buch rauskam, waren dann auch meine Familie und so, waren ich so, ah, okay, ich glaube, sie hat Erfolg und so, ja, okay, irgendwie geht es dann schon. Aber es ist schon, das Herz hat ja immer wieder
neue Herausforderungen, neue Wünsche, neue Sehnsüchte, oder? Wo es dann wieder was sagt und denkst, oh mein Gott, das ist einfach so verrückt, oder? Es klingt einfach so verrückt, weil das niemand so macht. Oder eben, wie du schon gesagt hast, das Umfeld ist dann überfordert mit dem, oder? Dass du jetzt da einfach aussteigst und halt deinen Weg gehst. Aber ich möchte auch den Menschen Mut machen, weil man sieht es ja euch an und sieht es uns an, wenn du das machst, das macht einfach so glücklich, oder? Es ist einfach so eine Erfüllung da. Auch wenn es vielleicht mal schwierig ist, aber es ist trotzdem einfach immer diese Freude da. Ja, bei mir war es auch so, ich bin schon länger auf dem Weg, aber das Umfeld war eigentlich positiv, meine Eltern und meine Schwester auch, aber ich hatte nicht so richtig den Link, wo ich hin will. Ich habe mich schon immer quer und links und rechts informiert und habe viel gelesen und so, bis dann auf einmal bei mir selber so Wahrnehmungen kamen. Und dann ging ich einfach mehr den Weg und dann auf einmal ging eins auf dem anderen und was ich jetzt einfach spüre, ist vielleicht mal schon in die Zukunft zu schauen, dass da jetzt so viel Neues reinkommt, wo viele Menschen spüren, dass da so eine andere Energie jetzt auf die Erde oder wie man das immer bezeichnen möchte, kommt und dass jetzt viele so im Herzen spüren, irgendwie kommt da was Neues und das Alte klammert sich dann noch mehr an das, was es kennt, oft auch in uns vielleicht manchmal selber oder ja, wir spüren dann, wo geht's Neue denn hin? Das Neue ist noch nicht ganz da bei vielen, bei mir damals auch nicht, aber dann habe ich gemerkt, ja, es geht genau in diese Herzensrichtung und dann bin ich einfach dran geblieben und ja, dann kam immer mehr und so und dann ist es wieder. Ja, dann hat sich das alles so aufgetan, ne? Und dann kommt das. Ich merke einfach bei vielen jetzt im Moment, dass sie das Neue spüren, aber noch nicht so richtig trauen. Mhm. Ja. Sie stehen auch an ähnlichen Stellen wie wir vielleicht in der Vergangenheit. Mhm. Und auch ein bisschen, gut, was soll mein Umfeld sagen? Wo erwirtschaftet oder wo kriege ich den Rückfluss her? So, das sind jetzt im Moment alles die Themen, aber viele würden sehr gern jetzt in die Richtung noch mehr gehen und sich noch viel, viel mehr öffnen, spüre ich einfach immer. Ne? Und da sind natürlich auch solche Lieder, wie ihr macht, natürlich so, so wertvoll, weil ich finde, es pusht so richtig. Darum bin ich auch so froh, dass wir mit euch reden können und ja, das ist auch so, Hollywood schafft ja nicht umsonst, arbeitet ja nicht umsonst so. Und das ist ja genau diese Energie, wo wir jetzt brauchen, dass nicht alle immer so nach unten schauen, sondern wie ihr die Lieder macht, ist jetzt wir machen jetzt was Tolles, wir machen jetzt was Schönes zusammen, wir kreieren eine neue Zivilisation vielleicht. Genau. Ja, und das, also bei mir war das auch so, dass ich habe ja dann viele Vorträge gehalten, wo ich das so erklärt habe, Kopf und Herz, wie das geht. Und ich wusste nie, verstehen die das oder nicht, weißt du, weil für mich ist es so logisch. Und dann habe ich einmal das so ganz simpel erklärt, wie man das so einem Kind erklären würde. Und ich wusste, jetzt hat es jeder verstanden, all die vielen Zuschauer. Und ich wusste an dem Moment, jeder Einzelne hört sein Herz, jeder. Jeder hat diese Stimme in sich und hört sie, weil oft habe ich gedacht, die hören das irgendwie nicht mehr. Aber da wusste ich so, nein, jeder hört das. Jeder weiß eigentlich ganz genau, was er tun sollte. Und er weiß eigentlich ganz genau, wo der Weg ist oder was stimmt oder was nicht. Aber eben, man traut sich nicht. Was würdet ihr sagen, wieso trauen sie sich nicht? Oder wieso trauen wir uns manchmal auch nicht, dem zu folgen? Also ich glaube, weil man es uns halt einfach immer anders beigebracht hat, weil du in der Schule ja nur mit deinem Kopf arbeitest. So. Und du weißt ja schon, dein Herz hat geschlagen, bevor du denken konntest. Also es ist ja die größere, wertvollere, weisere Instanz. Also vom Gefühl her ist es deutlich, aber 20 Jahre Schule oder 10 Jahre Schule prägen einen halt viel zu krass. Und ich glaube, das ist der Grund. Und wenn wir mal auf dem Weg gehen, das merke ich zumindest, dann kommen wir durch die Erfolgserlebnisse, dass das Vertrauen und der Mut belohnt wird, immer wieder leichter an die Tür, um weiterzugehen. Also ein Beispiel, nachdem ich
meinen Plattenvertrag bekommen habe, habe ich festgestellt, so cool ist es gar nicht, Plattenvertrag, weil das auch alte Welt ist für mich. Also dieses so, wir bestimmen, was mit dir gemacht wird und wir entscheiden und wir. Und dann habe ich gemerkt, ich will das alles selber machen. Und dann waren die gleichen Experten wieder an der Tür und sagten so, nein, das kann man nicht machen. So, immer nur mit der Begründung, weil man das noch nie so gemacht hat und weil wir das bisher immer anders gemacht haben. Aber wie soll eine neue Welt entstehen, wenn wir alles so machen wie bisher? Und deswegen, deswegen war klar, wir müssen den Weg neu gehen. Und das war eben auch eine neue Entscheidung zu sagen, ich folge dem Weg des Herzens, was bedeutet, ich probiere mal alles alleine zu machen. Eine eigene Plattenfirma, ein eigenes Management. Und bis heute, wir sprechen oft drüber, es ist die beste Entscheidung ever gewesen. Ja. Aber es ist ein unaufhörlicher Prozess. Also diese Entscheidung, dem Herzen zu folgen, ist ja eine tägliche Entscheidung. Und ich glaube, das vergessen viele Menschen. Viele Menschen denken, okay, ich entscheide mich einmal für den Weg des Herzens und dann bin ich safe, dann bin ich in dieser Spur. Aber es ist halt tagtäglich so, okay, heute wieder. Und bei jeder Anfrage oder bei jedem Gespräch, bei jeder Verlockung im Außen, immer wieder ins Herz gehen und prüfen, ist es jetzt Herz oder Kopfweg. Und ich glaube, wenn die Menschen sich trauen, öfters mal dem Herzweg zu folgen, wird es leichter. Und das ist auch immer unsere Einladung, so das Leben meint es ja gut mit uns allen. Wir dürfen nur darauf vertrauen. Und ich glaube, wenn wir uns tagtäglich kleinen Aufgaben stellen, also kleine Herzenswege gehen, dann können wir auch die großen Herzenswege irgendwann leichter beschreiten. Ja, genau. Ich sage auch, wir fangen mit den Kleidern an. Mit dem Herzen. Und das ist ja was Kleines, oder? Kannst ja einfach ein T-Shirt. Was mir auch noch oft auffällt, also gerade in meinem Umfeld, dass manche Menschen ja auch noch gar nicht wissen, was bedeutet es denn, wenn ich auf mein Herz höre, weil das ja wirklich wie so Schranken oder so typische Wege sind, die sie halt vorgezeigt kriegen und die Alternativen nicht kennen. Und deswegen finde ich das eben so schön, dass Menschen wie der Patrick zum Beispiel solche Musik machen, die auch andere Wege aufzeigen und dass das auch immer mehr Menschen tun und dadurch einfach Perspektiven entstehen, die vielleicht davor gar nicht da waren oder die dann in unsere Wahrnehmung rücken, wo wir denken, ach krass, das gibt es auch noch oder der oder die spricht da gerade von irgendwas, das lässt mich irgendwas fühlen, was ist das denn? Also halt auch diese Neugierde zu wecken, das selber in sich zu entdecken und ja, das sehe ich eben auch, dass das irgendwie immer mehr wird, dass immer mehr Menschen sich auch trauen, diesem Herz zu folgen und dadurch immer mehr Menschen automatisch anfangen, in sich zu schauen. Und ja. Ja, und dann gibt es ja auch so einfach Menschen, die fröhlich sind, oder? Das ist, das ist ja mein Wunsch irgendwie, dass wir hier auch verliebte, fröhliche Menschen haben, weißt du, wo das Herz einfach so strahlt. Und es ist genau wie du sagst, das ist jeden Tag, oder? Das ist bei mir auch so, jeden Tag so. Was möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt rausgehen oder so? Oder soll ich jetzt an meinem Buch schreiben? Weil das geht ja auch nur, wenn das vom Herzen passt. Und dann manchmal kann ich es 2-3 Wochen nicht schreiben. Und, oder jetzt auch mit meinem Sohn, oder? Ich meine, Kinder werden so komplett anders erzogen. Ich werde dann manchmal auch so halt angesprochen, ja, aber wieso machst du das jetzt so? Und ich so, ja, mein Herz sagt das so. Ja, aber man muss den anders erziehen, du, nein. Also ich bin die Mama und ich spüre ihn am besten und mein Herz weiß genau, was er braucht. Und wenn ich das so mache, dann passt das. Und wenn es für dich nicht passt, dann musst halt du schauen, wieso das für dich nicht passt, oder? Weil meistens ist es ja so, dass die Herzen alle das Gleiche wollen. Also ich, auch wenn ich mit Freunden oder so, wenn wir uns nicht einig sind, dann sage ich, oder man kann jetzt 1-2 Stunden diskutieren, wie man das auch in einer Partnerschaft oft macht, oder man sagt einfach, frag dein Herz. Und dann sagt das Herz ja das und beim Partner kommt das Gleiche raus, weißt du, und dann kannst du das verkürzen, oder? Dann hast du in 2 Minuten die Lösung, die für beide passt und der Kopf denkt so, oh, auf das bin ich auch nicht gekommen. Ja. Was denkst du, wieso sich die Leute nicht trauen? Ich denke, die Leute trauen sich auch nicht, weil das schon auch sehr, sehr alt ist, diese ganze Art, wie wir über die Jahrhunderte so geprägt sind. Und das haben schon unsere Ahnen und unsere Urgroßeltern und Eltern. Und dann ist so eine doch recht große Kraft, wo da entgegensteht manchmal, wenn man dann seinem Herz folgt, weil man ja diese Energien auch noch in sich trägt. Ne? Das ist ja alles mit uns noch verbunden. Und dann braucht man halt schon auch eine gewisse Energie und Kraft zu sagen, nein, ich folge jetzt doch einem anderen Weg, doch dem Herzensweg, so wie der Seon gesagt hat, oder Annika, oder du auch.
es ist dann einfach, dass viele dann sagen, ja, aber das hat man noch nie so gemacht oder das hat sich bewährt oder das ist halt so. Ne? Oder ja, aber die neuen Wege kommen ja jetzt und die sind sehr, sehr anders wie die, wo wir kennen. Oder die sind so, wie unser Herz die kennt. Mal so. Ne? Ja, und das ist halt immer diese Energie, die du aufbringen kannst, wenn du einen neuen Weg gehen möchtest. Und damit auch rechnen und dann auch den Mut haben und sich trauen. So, ja. Ja. Ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse, immer wieder zu verstehen, dass wir nicht unser Verstand sind. Also, dass diese Stimme im Kopf nicht unser Selbst ist. Und die können ja täuschend echt sein. Also lass uns offen sprechen. Ich habe auch oft das Gefühl, ich bin so in einem Thema, so, oh, das ist die absolute Realität, bis ich den Step zurückgehen kann und feststelle, okay, fuck, du bist nicht die Stimme in deinem Kopf. Wie es die Zuführung will, haben wir dazu einen Song. Oh. Und wir haben uns gedacht, wir spielen heute mal mit euch zwei Songs, wenn ihr Lust habt. Ja, gerne. Und genau, der erste Song, der heißt Licht. Und der ist eigentlich mit einer Piano-Begleitung, aber wir haben den jetzt mal als Unplugged-Version vorbereitet. Und wir müssen das nur koordinieren jetzt, aber wir kriegen es hin. Ja. Das ist klar. Genau, und das ist die Unplugged-Gitarren-Version von unserem Song Licht, der genau daran erinnern soll, was wir in Wirklichkeit sind, da wir tatsächlich alle verbunden sind und alle, wie die gesamte Materie, aus demselben sind, nämlich aus Licht. Yes. Sag dir, was du bist, doch alles bist du nicht, du bist weit mehr. Du bist Licht und wenn du durch den Schatten gehst, vergiss bitte nicht, du bist das Licht. Mann, sag dir, was du bist, doch alles bist du nicht, du bist weit mehr. Weit mehr. Du bist Licht und wenn du durch den Schatten gehst, vergiss bitte nicht, du bist das Licht. Du bist nicht die Stimme in deinem Kopf, die dich toben kritisiert und mit jedem neuen Zweifel in die große Irre führt. Du bist mehr als deine Angst, so viel mehr als du schon weißt. Du bist mehr als du geahnt hast, vielleicht mehr als du begreifst. Du bist mehr als deine Sorgen, so viel mehr als deine Worte, mehr als gestern oder morgen. Du bist mehr als deine Noten, weil du immer richtig bist. Du bist Licht. Du bist Licht. Mann, sag dir, was du bist, doch alles bist du nicht, du bist weit mehr. Du bist Licht und wenn du durch den Schatten gehst, vergiss bitte nicht, du bist das Licht. Mann, sag dir, was du bist, doch alles bist du nicht, du bist weit mehr. Du bist Licht und wenn du durch den Schatten gehst, vergiss bitte nicht, du bist Licht. Du bist nicht die Stimme in deinem Kopf, die dich toben kritisiert und mit jedem neuen Zweifel in die große Irre führt. Du bist mehr als deine Angst, so viel mehr als du schon weißt. Du bist mehr als du geahnt hast, vielleicht mehr als du begreifst. Du bist mehr als deine Wörter, so viel mehr als nur Erfahrung und viel mehr als nur dein Körper. Du bist nicht, was sie sagten, weder klein noch verletzlich. Auch wenn es nicht so scheint, bist du unzerbrechlich. Du bist nicht das, was deine Eltern taten und so viel mehr, als deine Lehrer sagten. Du bist mehr, als du denkst, erhältst die Welt, wenn du liebst. Du bist so viel mehr, als du siehst. Du bist mehr als all die Fehler und die lähmenden Ängste, so viel weiter als die Täler und noch höher als die Grenze. Und du warst niemals falsch, weil du immer richtig bist. Du bist Licht. Mann, sag dir, was du bist, doch alles bist du nicht, du bist weit mehr. Du bist Licht und wenn du durch den Schatten gehst, vergiss bitte nicht, du bist das Licht. Mann, sag dir, was du bist, doch alles bist du nicht, du bist weit mehr. Du bist Licht und wenn du durch den Schatten gehst, vergiss bitte nicht, du bist das Licht. Und so viele Menschen wollten dich limitieren. So oft hat man dir gesagt, was du kannst oder was du nicht kannst, was du bist oder was du nicht bist. Bei all dem vergessen wir so oft, was wir wirklich sind, denn du bist das Licht. Und egal wie grau der Himmel über dir scheinen mag, du bist in der Lage, ihn zu erhellen. Denn du persönlich bist das Licht.
Man sagt dir, was du bist, doch alles bist du nicht, du bist weit mehr. Weit mehr. Du bist Licht und wenn du durch den Schatten gehst, vergiss bitte nicht, du bist das Licht. Man sagt dir, was du bist, doch alles bist du nicht, du bist weit mehr. Weit mehr. Du bist Licht und wenn du durch den Schatten gehst, vergiss bitte nicht, du bist das Licht. Oh, so schön. Wow, danke schön. Gerne. Ja, das zeigt auch so schön, dass wenn wir wissen oder auch einfach nur fühlen, was wir sind, dann fällt das andere dann auch wieder weg. Ja. Eigentlich brauchen wir uns ja nur rückerinnern, wenn wir sind, ne? Ja. Ja. Und dann fällt eben auch dieser ganze Ballast der alten Zeit weg. Das fällt mir oft auf. Also wie in dem Song gesagt, so, du bist mehr als das, was deine Eltern taten und so viel mehr als deine Lehrer sagten. So, weil wie oft wurden wir limitiert von dem, was uns Lehrer oder Bezugspersonen gesagt haben? Und wie oft wurden wir vielleicht in die Muster gepackt, denen unseren Eltern oder unsere Urahnen, die Ur-Ur-Urgroßeltern gefolgt sind? Und wenn wir erkennen, was wir wirklich sind, dann fällt es ab. Und ich glaube persönlich wirklich, wir brauchen keine 5-monatige Transformationstherapie und kein Ashram in Indien und wir brauchen keinen Online-Kurs, der 8 Monate geht, um das zu begreifen. Es reicht wirklich die Erkenntnis im Moment der Gegenwärtigkeit, dass wir Licht sind, dass wir Unendlichkeit sind, dass wir eingewebt in die kosmische Unendlichkeit sind. Und dann wissen wir, dass das nichts von dem relevant war, was wir dachten, was uns bremst. Und das liebe ich. Ich liebe das auch zu sehen, wenn Menschen das erfahren bei sich, einfach so vom Universum, so blessed by the universe, und dann verstehen, wow, war alles umsonst. Also der ganze Stress war umsonst und alles fällt ab. Ja, weil es ist ja dann, du hörst zwar dein Herz und dann denkst du, soll ich nicht? Und dann hast du ja diese Konflikte, oder? Weil dann fängt der Kopf und all die Ängste fangen an, so Argumente zu suchen, dafür und dagegen, und machen ein Riesentheater. Aber in dem Moment, wo du sagst, ja, es stimmt, und ja, ich will, und ich entscheide mich dafür. Und ich meine, auch meine Mutter, die hat mir schon mehrmals im Leben gesagt, nee, das ist viel zu groß, das ist viel zu gefährlich, das ist viel zu gefährlich. Und meine Engel haben auch gesagt, ja, du, das ist gefährlich, ja, aber du schaffst es schon. Und dann mache ich es einfach. Und dann machst du total Freude und es ist auch anstrengend, aber ich schaffe es dann auch. Es geht dann auch wirklich, oder? Und dann auch zu sagen, ja, eben, meine Eltern könnten das niemals machen und sie würden es mir auch nicht zutrauen, aber ich mache es einfach und danach schauen die so an, so, ja, ich bin schuld an dich. So, hätte schief gehen können. So, nein, das kann, oder? Das ist ja, mir haben meine Engel immer gesagt, wenn du auf dem Herzensweg bist, dann hast du das ganze Universum, das dich unterstützt und stützt und hält. Und also ich habe ja Dinge erlebt, das ist ja eigentlich gar nicht möglich, weißt du, so magisch. Und einfach weißt, ich bin in mir, in meiner Kraft, auf meinem Weg und dann passiert mir auch nichts. Mhm. Es passiert nur das, was ich dann brauche, oder? Ich kriege Und dabei eben auch zu verstehen, dass das, was passiert, richtig ist. Das finde ich so spannend. Weil sich dann ja der Kopf auch so schnell einschaltet, wenn was passiert, was sich nicht ganz nach unserem Plan anfühlt, obwohl wir uns auf dem Herzensweg befinden, und dann zu verstehen, okay, hat wohl auch seinen Sinn und ist Teil der Erkenntnisse, die so wichtig sind. Ja. Genau, oder der Kopf sagt dann, na siehst du, ich habe dir doch gesagt, falsche Entscheidung. Und wenn ich dann aber sehe, okay, was ist jetzt das für eine Hürde oder eine Herausforderung, und einfach frage, ja, was lerne ich dann jetzt dadurch, weißt du? Das heißt ja nicht, dass ich auf dem falschen Weg bin, aber was will mir das jetzt sagen, zeigen, lehren? Genau. Und dann denke ich so, okay, und dann ist es schon so, ja, es gehört zum Weg, oder? Es macht mich zu dem, was ich sein möchte, oder? Was ich auch an der Stelle irgendwie total spannend finde, dass es ja auch wirklich wie so eine Art Training ist. Also es wird ja auch immer leichter. Also am Anfang ist es ja wirklich so,
wie wir auch vorher schon gesprochen haben, das ist schon seit so vielen Generationen manche Dinge in uns verankert. Und wenn wir anfangen, auf unser Herz zu hören, dass wir auch sanft mit uns sind, also dass das auch in Schritten geht und dass wir nicht so eine Erwartung an uns haben, sondern dass wir sagen, okay, ja, ich betrachte das wie so ein Spiel mit so Aufgaben und am Anfang ist man vielleicht überwältigt davon, aber man wird ja mit jeder Challenge, die man für sich selber so angeht oder ein Thema, das man dann löst, wird man ja auch geübter und es geht immer leichter und die Widerstände werden weniger und ja, auch bei neuen Themen, die dann kommen, dass man einfach immer leichter da reingeht und das ist wie so ein Muskel, den man trainiert so ein bisschen. Ja. Ja. Das ist so, und die Weisheit steigt, also so die innere Erkenntnis, die man ja doch durch die Erfahrung bekommt und nicht einfach dadurch, dass man irgendwo nichts macht, sondern das kommt ja wirklich dadurch, dass man auch etwas macht. Und dann kommt man in die Selbstermächtigung, wenn man etwas macht aus dem Selbst heraus, aus dem Herz heraus. Und dann hat es ja nichts mehr mit der Macht zu tun, wo wir immer denken, oh, Macht ist schlimm, sondern dann machen wir einfach aus dem Herz heraus. Ja, und diese Challenge, wo du vom Gespräch gesprochen hast, das sehe ich auch so, dass wir jetzt nicht gerade sofort dann, wenn wir den Herzensweg gehen, so im Himmel sind, sondern dass wir da halt auch weiterhin, ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen so ja, im Training sind. Einfach. Wir haben da ja auch wahrscheinlich zugestimmt, bevor wir auf die Erde gekommen sind. Ja, nicht wahrscheinlich, ganz sicher. Und wie ist das? Erlebt ihr das auch so? Also bei mir ist es so, dass ich manchmal gedacht habe, so okay, wenn ich jetzt dem Herzen folge, ich habe aber trotzdem im Außen noch so Vorschriften oder Dinge, die ich erledigen muss. Und dann plötzlich merke ich jetzt aber, je mehr ich dem Herzen folge, dass sich auch das Außen dreht. Dass ich plötzlich Wege finde, wo man dann denkt, ja, aber das müsste im Außen ja jetzt so sein oder auch die politische Lage, die wir ja jetzt so haben, wo sich dann plötzlich entweder so Löcher gibt, wo man dann durchgeht und gar nichts mitkriegt oder es verändert sich auch im Außen so, weil man sich im Innen so entschieden hat. Habt ihr sowas auch schon? Ja, voll. Absolut. Ich finde, jetzt ist es gerade aber ziemlich ambivalent. Also schau, wir sind ja Konzertveranstalter und wir müssen uns ja an bestimmte Regeln halten, einfach weil es diese Hygienekonzepte und so gibt. Und da finde ich es so spannend, dass du dir halt mit dem Fokus, den du erschaffst, so viele Räume aufmachst oder eben zumachst. Und wenn wir mit dem Fokus in so eine Veranstaltung gehen, dass wir hier sind, um ein Feld der Liebe zu eröffnen und Verbundenheit, dann ziehe ich halt zum Beispiel kurz eine Maske an beim Einlass, damit das Feld entstehen kann, wie so ein kurzer Schlüssel, den ich halt verwende aus der alten Welt, um die neue Welt aufzusperren. Und ich finde gerade jetzt so wichtig, dass wir uns überlegen, wo will ich meine Energie hinfließen lassen? In den Widerstand, dass jetzt hier diese Auflage besteht? Oder ich nutze einfach kurz meine kognitive Möglichkeit in der alten Welt, um die Tür aufzumachen und bin dann aber da, um das neu zu kreieren. Und das finde ich so schön, dass wir es jetzt eben in einer schönen Kombination erkennen können, auf was wir den Fokus richten und ob ich mich eben nur über die Schwierigkeiten auflege oder ob ich die Möglichkeiten selbst erschaffe, die ich sehe. Genau, und oder es spornt dich dann an, plötzlich ganz anders zu überlegen, zum Beispiel, dann machst du im Freien deine Konzerte, weißt du, wo es dann gar keine Auflagen gibt, oder macht man dann ganz andere Ideen. Ja. Man wird ja vom Herz und es gibt ja auch den göttlichen Verstand, aber der wird so nach meiner Wahrnehmung empfinden, so vom Herz her inspiriert. Und der Verstand ist ja nicht umsonst da. Und wenn man dann noch so dieses männlich-weibliche mal so ein bisschen in Harmonie mehr bringt und immer mehr, dass wir Männer ein bisschen, also immer mehr auch das Weibliche in uns akzeptieren und umgekehrt auch. Und dann nicht jeder immer gegen dieses Hin und Her, dieses, wo wir ja auch ein bisschen manchmal ja, auch Schwierigkeiten mit haben, da auch mal in Harmonie gehen. Ja, und dass das dadurch dann auch viel mehr möglich wird, dass wir den göttlichen Verstand sozusagen oder den Herzensverstand ja auch gebrauchen können. Ne? Ja, voll, absolut. Ja, nicht nur immer dieses, wir können das wie gesagt verbinden, finde ich. Ja. Genau, also das Herz führt und der Verstand führt das dann auch. Genau, 2 und 2 darf ja 4 sein, aber wie man das dann
umsetzt, ne? Wie du schon gesagt hast mit den Masken, dann machen wir das halt so und so. Ne? Nachher nehmen wir sie wieder ab. Genau. Ja, und meine Freiheit ist ja in dem Moment in meinem Herzen nicht eingeschränkt, wenn ich weiß, dass ich das hier mache, um was Neues zu kreieren, was einen viel größeren Plan, viel größeren Auftrag hat, als diese kurzfristige Einschränkung, die ich jetzt vielleicht kurz wahrnehmen könnte. So. Und Annika und ich merken es aber auch stark mit dem Weg, den wir gehen, dass man so unterstützt wird, also von der geistigen Welt und vom gesamten Universum, dass all das, was man eben von außen gesagt bekommt, was nicht gehen würde, auf einmal möglich macht. Und das ist so krass, also dass Leute eben uns immer wieder sagten, so, wenn ihr das so macht, also wenn ihr das ohne Management macht, ohne Booking-Firma, ohne diese alten Strukturen, dann würde es nicht funktionieren. Und wir fragen uns manchmal selber, wie es eigentlich funktioniert hat. Also wir schauen uns echt oft an und sagen so, wie haben wir das eigentlich hinbekommen, dass das jetzt alles so geht? Und sind einfach in der Dankbarkeit und Demut und sagen, okay, es hat funktioniert, wie auch immer es funktioniert hat. Und da merke ich so stark, es werden einfach Wege freigeräumt oder es entstehen Brücken, wo vorher Wände waren. Und das ist so herrlich zu spüren. Ja, das finde ich auch. Dass ich bin immer wieder überrascht. Immer wieder, wirklich. Ich meine, ich gehe den Weg jetzt schon seit 14 Jahren, dass ich wirklich an meinem Herzen folge. Und immer wieder bin ich überrascht, was es für Möglichkeiten plötzlich gibt. Und das, ich möchte auch Mut machen den anderen Menschen, wenn du sagst, ich fühle das ja auch und ich will auch. Aber es ist möglich, oder? Man denkt, es ist nicht möglich. Doch! Es ist so, wenn das Herz das sagt, dann weißt du das ganz genau, dass das möglich ist. Und sonst würdest du dir das nicht sagen. Ja. Das Herz weiß, sieht ja schon in die Zukunft und die Vergangenheit. Es hat so eine Intelligenz, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das weiß schon, dass es möglich ist, sonst würde es das ja gar nicht sagen. Ja. Wenn wir dann schauen, wie viele Engelskräfte da tätig sind, legionhaft, wenn man mal wirklich für diese neue Energie oder überhaupt fürs Herz unterwegs ist, dann kriegt man auch den Rückwind von der geistigen Welt. Die sind dann auch da, aber real. Und das spürt man dann auch, dass Dinge, die vorher unmöglich waren, auf einmal so. Wie siehst du das? Was ich den Menschen auch immer so gern sage, was so wichtig ist, dass du es verdient hast. Also, dass du dir immer wieder vor Augen bist, du hast es verdient, reich beschenkt zu werden von diesem Universum, in der Fülle zu leben, den Weg deiner Freude zu gehen, glücklich zu sein, eine harmonische, liebevolle Beziehung zu finden. All das hast du verdient. Es gibt diesen bescheuerten Glaubenssatz in den Köpfen vieler Menschen, so, das ist zu schön, um wahr zu sein. Einer der beklopptesten Sätze, die ich je gehört habe, so, nichts ist zu schön, um für dich wahr zu sein. Es ist alles Schöne auf diesem Planeten ist für dich gemacht und du darfst dann teilhaben, um es zu vermehren, weil du es verdient hast. Wow, so schöne Worte. Ja, hey, dafür haben wir auch einen Song. Stimmt. Wir machen noch einen für euch. Wir haben noch einen Song, der heißt Wundervoll tatsächlich und der handelt exakt davon, dass du das Schönste verdient hast und dass du ein grandioses Leben verdient hast, weil du grandios bist. Und zwar jeder und jede Einzelne, der und die uns gerade zuschauen, weil du wundervoll bist. Viel Spaß. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich. Erkenn dich, seh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Once again. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich. Erkenn dich und seh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist. Kannst du es sehen? Du erstrahlst wie ein Licht. Dein Glanz ist so schön und nachahmlich gemalt. Einzigartig und stark, du wirkst unzerbrechlich und doch ansehnlich zart. Du bist magisch begabt, ein Wunder, unfehlbar, so wahnsinnig stark. Darum such keine Fehler, du bist liebenswert, perfekt und vollendet. Ich meine genau dich, ja, du hörst es und hörst weg, doch jetzt hör mir zu. Du bist gut, wie du bist, geformt aus Sternenstaub, zu einer Blume des Lichts. Ein perfektes Geschöpf, einzigartig und rein, voller Glanz und so frei. Du bist makellos, scheinlos, schein wie die Sonne, durchdring deine Wolken. Der Glanz deiner Seele scheint so schillernd und golden. Du bist so perfekt, so vollendet und ganz. Sag mir nicht, es sei anders. Erkenn deinen Glanz. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich. Erkenn mich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Oh, ich
weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich. Erkenn mich und sieh mich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist, kannst du es singen? Du erscheinst wie ein Phönix, dein Glanz ist so schön und nachahmlich gemalt. Fantastisch und gleißend in magischen Farben, so großartig reizend, so prächtig, hochwertig, vortrefflich und sinnlich, so mächtig, so herrlich, so göttlich, so himmlisch, so kostbar hinreißend, kunstvoll, ästhetisch, so unübertroffen, bunt und majestätisch. Eine Blume des Lebens mit Blüten voll Zauber, aus fließendem Licht und einer blühenden Aura. Du leuchtest von innen und bist glänzend. Grenzenlos schön, so wie jeder Mensch. Mensch, kannst du es sehen? Vielleicht denkst du grad, ich meine nicht dich, doch ich meine genau dich. Ja, du scheinst wie das Licht, ich verneige mich. Deine Schönheit erstrahlt, das Universum hat dich mit aller Schönheit gemalt. Ich weiß, dass du schön bist. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich. Erkenn dich und sieh dich, du bist wundervoll. Oh ja, du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich. Erkenn mich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich. Erkenn mich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Ich weiß, dass du schön bist, so prächtig und lieblich, so mächtig und friedlich. Erkenn mich und sieh dich, du bist wundervoll. Du bist so wundervoll. Yay! Schön. Ja, ich glaube, da kann man gar nichts mehr dazu sagen. Ich habe jetzt alles gesagt. Erinnert euch immer gut daran, alle, die uns zuschauen und zuhören da draußen, du hast es verdient, weil du wundervoll bist. Ja. Und ein Herz kennt den Weg. Ja. Jede Situation, in jeder Situation. Mach das, was hier drin ist. Okay, danke fürs Zuschauen. Ja. Yeah. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.